Hallo und willkommen zu den ersten 30 Minuten von Age of Water. So, dann wollen wir mal Neustart. Ich habe es nur ganz kurz angezockt, weniger als eine Minute. Ich muss anscheinend löschen eingeben, ist das aber kompliziert hier. Nein, bleibt auch oben. Okay, in meinem Alter hat man mal Probleme mit der Feststelltaste, das ist ganz normal. Ocean waters gradually flooded the entire surface of the planet. Ja, das ist nicht gut. Factories and airports, forests, fields and even many mountains ended up underwater. Human civilization, in the common understanding of the word, disappeared. But humans as a biological species survived. Na, wenigstens was. Those who escaped the flood on the roofs of skyscrapers, on mountain ranges or on ships eventually learned to survive in the new world. The most ingenious came up with the idea of extracting fragments of old civilization artifacts from the seabed. The most skilled learned to build ships from that garbage. The strongest and meanest found out how to take these things from other groups. A new civilization was gradually taking shape, living by simple and brutal laws. The laws of the sea. Nein, doch nicht die Gesetze des Meeres. Ja, deswegen heißt das Spiel so. Ah, das ist ein Ladescreen. Den finde ich sehr sympathisch mit dem kleinen Bötchen, das da vor sich hin tuckert. Halte Space gedrückt, um den... Konnte ich nicht lesen. Oh, die Grafik ist aber ganz okay, würde ich jetzt mal sagen. Ui. Und da ist schon ordentlich Gefecht vor mir. Und hier sind wahrscheinlich Ressourcen zusammengewürfelter Müll. Her damit. Mensch, ich sollte mir davor mal in Steam durchlesen, was die Spiele überhaupt machen. Da sind auf jeden Fall Feinde. Ich weiß nicht, ob das echte Spieler sind oder nicht, aber wir machen sie platt. Zum Schließen drücken wir rechts um die Felsen herum. Dort ruft jemand um Hilfe. Okay, hätte ich schließen müssen. Verzeihung. Okay, dann müssen wir rechts um die Felsen herum. Wieso wollte ich denn links rumfahren? Weiß ich nicht. Manchmal bin ich dämlich. Ja, links scheint mir aber die klügere Option gewesen zu sein. Da waren ja die Feinde. Die wollen wir ja platt machen. Okay, wir können zoomen. Das ist schon mal schön. Na, mein Charakter ist nicht sehr beeindruckt von meinem waghalsigen Linken hier. Sieht trotzdem gut aus. Die Animationen sind halt nicht unbedingt da. Okay. Ich hätte auch links rumfahren können. Ha, hab ich völlig umsonst jetzt umgedreht. Na egal, den Hilferuf werden wir ja noch beantworten können. Wenn es nicht zu spät ist. Hallo? Sucht jemand? Sucht jemand mich? Sucht mich jemand? Was ist denn mit meiner Schatzstruktur heute schon wieder los? Glaub, ich hätte nicht so viel trinken sollen. Ich trinke zwar wenig Alkohol. Ja, vielleicht macht mich das Wasser ganz kirre. So. Ein Boot fragt, ja, ich helfe dir natürlich. Was machst du denn da drin? Rescued after all. Sharky bandits sank our whole caravan, you know, and... Whoa, who are you? Why do you have a Sharky boat? Ich hab keine Ahnung. Dein Geschrei hat mich angelockt. Wieso weiß ich nicht, warum ich das Boot hab? So you must be a newbie with amnesia. Y'all always appear from nowhere. Mm-hmm. Amnesia isn't contagious, right? Oh, I got carried away. Let's get acquainted. My name is Kitty Sark. Hallo, Kitty. So wie der alte Clipper Cutty Stark? After the bottle. When I was born, a bottle with a real cork and a note got washed up against our pontoon. The elders took the cork, the note was sold to the scavengers, and I got my name from the label. Oh, das kann man natürlich machen. Tolle Eltern hast du. So war das also rein mit dir. You won't regret it, I promise. I'm a great shooter. That's what everyone says. Besides, I know that Sharkies have a treasure map. Let's get it. Na gut, ein Schatz wäre nett. Ich bin dabei. Warum auch nicht? That's not right. The place is swarming with Sharky gangs. We need a machine gun ASAP. Da gebe ich dir recht. Wo kriege ich ein MG her? Was? Im Wrack ist was? Hui. Ja, irgendwo voraus. Ah, da ist ja ein Wrack. Das sehe ich meistens nur, wenn ich in den Spiegel gucke. Hier mit dem MG. Die Jetski drüber, na gut. Und warum liegst du so da? Du sollst schießen. Ja. Wie? Mit Tab?
Was muss ich drücken? LMB, R, LMB. Hä? Nein? Leichter Rambock, okay, ich soll ja das Maschinengewehr ausrüsten. Na gut. Na, das hat geklappt. Kostet mich 2 Strom. Na gut. Dann machen wir mal ein paar Sharkies platt. Wenn ich den Wegpunkt. Der Wegpunkt dreht sich. Voraus. Na gut, dann gehen wir wieder so rum um die Felsen rum. Warum denn auch nicht? There they are. They must still have the map. Sink them, Captain. Ich gebe mein Bestes, aber du schießt doch. Hold the boost for sharp turns. Just keep an eye on the battery's charge. Ah nee, ich kann schießen. Mit ihr, das ist praktisch. Dachte, ich könnte hier nur zusehen, wie sie daneben schießt anstatt mir. Nein, mach doch nicht sowas. Will doch gar nicht so viel Schaden nehmen. Ja. Erster Wasserkill. Na komm. Zweiter Wasserkill. Und du kriegst auch noch aufs Maul. Na also. Oh, das würde ich auch sagen. Na, was auch immer du sagst, so. Also, ich bleib dabei, die Grafik ist ganz okay, der Rest überzeugt mich noch nicht wirklich. Es ist ein Free-to-Play-Titel, also kann man sich das durchaus, kann man es dem Spiel verzeihen. Vielleicht ist es auch nur ein Prolog von etwas. Ich werde mir in Zukunft mal ein bisschen bessere Gedanken machen, was für Spiele ich eigentlich meine. Spiele, damit ich währenddessen ein bisschen was sagen kann, aber ich würde das auch gerne mit euch gemeinsam rausfinden, deswegen keine Ahnung, was ich machen soll. Ich glaube, wir müssen auf jeden Fall hier hin. Das sieht schon mal gut aus. Ja, Mantis in Open hier anheuern, warum nicht? Hey, gorgeous, I'm Mantissa. Out on the Mantis Bar. They call me female Mantis by my back, but don't be afraid yet. Okay. Nur wenn wir miteinander schlafen, habe ich Angst. Und danach. You here on business or to relax, handsome? Zum Relaxen. Es heißt, ich könnte hier Seeleute anheuern. Stimmt das? Ah, so you're looking for male company? Ja. It's pretty quiet here today. There's one sailor who was interested in work. Talk to him. Na gut, das kriege ich hin. To talk to a different person, press their portrait on the right. Okay. Greetings to Free Captain. My name is Jack. Hi, Jack. I'm an experienced sailor. Ja, hoffentlich. Hallo zurück. I'm looking to work as a bosun on a decent vessel. But I can be a sailor or a carpenter. And I'm quite a good shot, too. A jack of all trades, so to speak. Na, das ist doch wunderbar. Ich könnte einen Bootsmann gebrauchen. But the three of us on your rubber boat? Although... I know where to get a decent boat, if you're not afraid to take risks. Nein, gar kein Problem, ich gehe gern Risiken ein. Na denn los. There's a river rocks nearby. It's like a maze. Some eggheads decided to hide there. The eggheads are gone, but the boat has to be intact. Sehr gut, los geht's. Dann klauen wir mal ein schöneres Boot. So. Ihr seid schussbereit, oder? Wal! Und Feinde. Keine Online-Feinde, wie ich herausgefunden habe. Ja, ich schieße doch auf den Kreis. Tod am Flammenwerfer. Weg hier! Ich brenne für den Kampf. Aber nicht auf die Weise. Komm schon. Wie viel schluckst du eigentlich? Kann ich nicht einfach die Menschen direkt da treffen? Muss ich deren Bootkringel treffen? Würde gerne den Flammenwerfer einfach nur ausschalten. Den Rest kann ich dann versuchen, gut zu treffen. Nein! Komm schon! Nein! Auf den Kreis! Sehr gut! Oh, lebt ihr noch? Okay, nicht mehr. Seid untergegangen. Ich nehme den Loot auf jeden Fall mit. Da hinten liegt ja noch was.
rein in mein Inventar. Ah, schön, die haben das Boot repariert. Das finde ich sehr sympathisch. Oh, das ist eine Mine. Das finde ich unsympathisch. Na gut, dann ist das Gelbe aber Loot. Boost. Können ja nicht einfach Leute über den Haufen schießen und dann nicht einsammeln, was die uns hinterlassen haben. Das wäre moralisch nicht korrekt. Er schießt nur die Leute und nutze das auch. Nicht zum Spaß Leute killen. So. Ich schätze mal hier innen rein. Au! Wer? Was? Warum? Soll ich hier nicht hin? Oder schießt mich jemand? Weiß ich nicht. Mein Boot hat einfach Schaden genommen. Ist das hier... Sind die Netze, die die Schaden auslösen? Nee, das wären einfach nur so... Pflanzen. Ja, das Boot ist jetzt garantiert nicht besser als mein Schlauchboot. Diese olle Schaluppe. Naja, vielleicht ein bisschen. Was für Hanggleiter? Au. Wieso ist jetzt alles nass, wenn ich... Okay, interessant. Da sind sie ja. Wie kommt ihr überhaupt so hoch in den Himmel? Wäre das eine Option gewesen, dass man hier irgendwie mit dem Hubschrauber... Komm schon. Boah, bin ich schlecht im Luftabwehrkampf. Ja, dann repariert mal das Boot. So, Loot hinter uns. Wer? Irgendwer schießt auf mich. Weiß nicht wer. So. Ja, ist ja gut. Ich will doch nur looten. Wo seid ihr, ihr Gegner? Au. Warum? Ja, da sind auf jeden Fall welche. Die machen wir platt. Die sehen aber finster aus. Die können schießen. Ausgewichen. Nicht gut ausgewichen. Repariert mal das Boot, das wird hier ein bisschen dauern. Ja! Können wir jetzt deren Boot haben? Das hat irgendwie eine coolere Waffe. Nein! Nein, wo ist der Loot? Loot? Gut, du reparierst. Aber Loot? Da liegt noch was Orangenes. Ah, da. Dauert wohl ein bisschen. Waffenfragmente. Kann ich noch irgendwas bauen? Bauen? Tab. Was haben wir denn hier? Eine Schiffspumpe. Damit können wir die Reifen von unserem Schiff aufpumpen. Bambusschild. Warum nicht? Ja, damit. Oh, ihr könnt nur einen platzieren. Das ist aber bitter. So, dann machen wir es nochmal. Ich hätte gerne eine krasse Waffe. Ein Bagger. Kann ich da jemand anbaggern? Oh, warum nicht? Na gut, dann fahren wir mal weiter. Bevor die Ressourcen ganz ausgehen. Weil ich wieder irgendeinen Scheiß da ausgebe. Na, natürlich nur sinnvolles Zeug. So. Jimmys hey, Werkstatt. Jimmy. Meet my new captain. Jimmy hört ihn noch nicht. So, jetzt aber. Legen wir uns mit der Werkstatt an. And hello to you too, Kitty. Glad you're doing well. Ja, natürlich. Hallo. My name is Jimmy Beam. How can I help? Toller, kreativer Name. Ich brauche eine Reparatur. I can see that. Not a problem. Ah, aber das Geld ist knapp. Ich habe kann ich mir reden. Ich habe gerade erst die Karriere eines Seewolfs begonnen. If you won't throw Kitty overboard for her blabbering, call it square. But if we're being serious, there is one problematic pirate. Nur ein? Sollen wir ihn versenken? Das kann ich machen. Yeah, but it won't be easy. His Trimmerin is armed to the teeth. By the way, Kitty, I heard that the treasure you're chasing was already taken care of by that. Nein, nicht der Schatz. Ein Grund mehr, ihn zu versenken. Das ist unser Schatz. Not so fast. The new barge could use a second machine gun. There's a diver village not far from here, and they trade in restored weapons.
Ja, das klingt gut. Danke für den Tipp. We just need to choose the hull's lining, mount the steering wheel and other modules, check the energy consumption and it's ready to be set afloat. Ich klicke ab. Lasse dein neues Boot zu Wasser. Das ist doch mein Boot, oder? Abgeschlossen? Nicht abgeschlossen? Ah, muss man nochmal hin, so ein Mist. Na gut, dann interagieren wir nochmal mit ihm. Öffne den Baumodus. Plastik 40 von 20, Holz 40 von 20. Okay, das sind wahrscheinlich die Ressourcen, die wir benötigen. Ah, mein Boot ist nicht da unten. Na gut. Ja, muss ich auf die Seite rüber? Hallo? Anscheinend noch nicht. Okay. Ja, ja. Was brauche ich jetzt? Hab. Leuchtet ja alles. Das Ruder. Wo, das Steuerrad. Wo kommt das hin? Hinten. Wie beim richtigen Schiff. Oder ganz vorne. Machen wir's hinten. Okay. Wunderbar. Und was nun? We just need to choose the hull's line. Oh, noch was? Nee, passt. Lass dein neues Boot zu Wasser. After the repairs, the boat just feels different. Eager to fight. Ja, auf jeden Fall kampfbereit, so. Wegpunkt gefunden. Dann holen wir mal uns das neue MG oder das zweite MG. Ui. Na, hat was eingesammelt. Und das wollte ich diesmal gar nicht, aber ich nehme es natürlich gerne an. Was bist du denn? Bist du ein Taucher? Hi. Hi, Surfacers. It's nice to breathe in some fresh air, you won't believe. Looks like I've surfaced just in time. Look, the canary has kicked the bucket. Poor bird. Ja. Dann könntest du ihn ja auch entfernen. Bist du mit diesem Ding etwa unter Wasser gesegelt? Ja, das ist ein U-Boot. Well, I haven't been sailing it around in the air. I look for all kinds of goodies on the bottom and sell them to dealers. Family business and all that. My dad and brother work in shallow waters and I'm a serious depth specialist. Sehr schön. Schön, dass du für die Tiefen spezialisiert bist. Da würde ich auch gern mal rein. Wow, klingt echt cool. Not really. It's dark, stuffy, and you can suffocate there. It's easier to live on the surface after all. Although I see it's not easy for you here. You're sailing around in a barge with only two sailors and a machine gun. Ja, kannst du mir vielleicht sagen, wo ich mir Leute anheuern kann? Are you looking for a sailor? Today is your lucky day. My little brother has been dreaming about joining a ship crew for quite a while. Vorsicht, da läuft Wasser in dein Boot rein. He's tinkering with machinery in shallow waters and is afraid of the submersible. He's claustrophobic. Na gut, wo finde ich deinen Bruder? He isn't hard to find. Sail to the Iron Tower that used to produce electricity in ancient times. Our family business is set up on it. You'll find my brother there. Wunderschön, ich mache mir einen Weg dorthin. In the depths, I saw that the witch's boil is heading that way. Be careful, or you might was lose your vessel. Was für ein Hexenkessel? Kessel? Was? Keine Ahnung, was ist das? Aber danke für die Warnung. How pleasant it is to breathe some fresh air. Ja, das glaube ich dir. Viel Glück, U-Boot-Matrosin. Es ist jetzt dunkel. When you see steam all around and the water turns white, stop the boat at once. Otherwise, you'll lose the whole line. Ach, das macht mal bestimmt fertig. Das ist doch bestimmt der Iron Tower da hinten. So, da sind auf jeden Fall erstmal Feinde. Meine Feinde sind auch eure Feinde. So ungefähr. Hui. Boah, der schießt aber wieder mit starken Geschützen. Kollege, lass das. Boost. Ausweichen. Nachladen. Mist. Ja, dann reparier's. Ausgewichen. So, jetzt aber. Nein! Die haben Rumpfbruch erlitten. Schnell, dann gehen sie unter. Ja! Ah, das Schießen macht zumindest Spaß. Leichter Metallabfall. Wieso nicht schwerer Metallabfall? Der Mond bewegt sich aber mysteriös schnell. Dann müssen wir jetzt noch den Loot einsammeln. So, sonst war die ganze Mine für die Katz. Und da ist, glaube ich, noch eine Mine. Boah. Jetzt ist sie weg. So, du bist doch der Iron Tower, oder? Hui.
Captain. It's the witch's boil. If we don't stop, the ink will burn through half the hall. Ich halt hier an. Wo ist der Hexenkessel? Hallo? Jungs? The boil is gone. So we can move on. Ich muss den Zustand des Rums überprüfen, mach du das doch. So, wo ist ihr Bruder? Bestimmt da. Hi. If you want to buy weapons, sorry. We've sold everything to a wholesaler. We'll have new guns next week. So ein Mist. Hallo. You must be a free captain. Some people have all the luck. Sailing around the world, meeting people, shooting, robbing, living an exciting life. Yeah. But I'm stuck here, scrubbing rusty junk day in, day out. Klingt angenehmer. Willst du dich meiner Crew anschließen? Your crew? Seriously? I would, right now, but Dad won't let me. He cares more about the family business and excitement. I'm going to rot here. Ja, das glaube ich auch. Wie wäre es denn, wenn ich ihn überrede, dich gehen zu lassen? That's impossible. But if it works, I'll jump on your boat in a heartbeat, Captain. Na gut, schade, dass du keine Mundanimation hast. Ich werde es versuchen. What do you want, Drifter? Hallo, ehrenwerter Magnat des Unterwasserschrotts. Ach, der lebt ja hier mit. Ich dachte, ich muss nochmal woanders hinsegeln. We don't sell trash here. Try the scavengers. We only deal in bulk, no exceptions. Dein Sohn will sich meiner Crew anschließen. Seriously? I'd be happy to let him. He's dreamt of adventures since he was a boy, and he can't stand the work here. Ja, lässt du ihn gehen? I do. But our family ja, has das an war leicht. Unbreakable tradition. Any son who leaves the family must build a weapon to take with him with his own hands. Aha, schöne Familientradition. Was für eine Waffe, denn die hätte ich gerne auf meinem Boot. You have only one machine gun? Let my son find the parts to craft a good machine gun and install it onto your boat. Oh, du bist ein netter Vater. In Ordnung, ich werde es ihm ausrichten. I'm so sick of this place. Ja, dein Vater lässt dich gehen, wenn du uns ein Maschinengewehr baust. No, you're joking, right? I'm all yours, Captain. Ready to serve you to the grave. Ja, und das wird eher früher als später kommen. Spring an Bord! I know where to find the wreckage of a military plane with a gun on it. Keep heading for the marker. Nee, gut. Ab zum Marker. Hui, das ist hier gar nicht weit entfernt. Ist das nicht praktisch? Liegt direkt irgendwo hier? Hallo? Hallo? Hier, Marker. Look into the water. We'll use the dredge here. Okay. Use the winch. Pick up the container when the dredge is done. Baggern im Gange. Ist wie bei mir am Wochenende. Oh, ein gutes Flugzeug ist es. Reichliche Beute. Ein Maschinengewehrüberrest. Wunderschön. Now choose craft. Then select the machine gun. Okay. Ja. Oder ein anderes Maschinengewehr. 2 von 3, 4 von 4. Ja, wie denn? Achso, auf Handwerk. Ja, jetzt lustig, wenn ich einen anderen... Okay, nee, der muss das machen. So. Ja, das macht er ganz gut. Noch eine Sekunde. Eine sehr lange Sekunde. Gut. The machine gun's ready to be mounted on the deck, but first remove the barrel and mount the generator. The machine gun needs powering. Ja. Was willst du von mir? Beibu. Was ist das? Schiffspumpe brauche ich nicht. Weg damit. Weg? JP Escape H? Wie entferne ich was? Ins Wasser platzieren. Delete drücken. Nö. Scheiße. Okay, ich muss erst escapen. Da steht doch, montiere das Maschinengewehr. Lass mich doch. Tab. Maschinengewehr. Okay, ich muss aber erst was. Komponente. Schiss. Okay. Weg damit. Das sieht gut aus.
ersetzen. Nicht genügend Energie einhalten. Ja, das ist mir klar. Und wie ändere ich das? Willst du weg? 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 Ja, Rechtsklick. Okay. Muss ich einen Generator bauen? Improvisierter Windgenerator, das sieht gut aus. Wo setzt man den hin? Ist, glaube ich, egal. Nicht ganz vorne, hinten ist auch... Ah, ganz vorne. Was soll's. So, dann können wir es jetzt aber platzieren. Das sieht doch gut aus. Wie sitzt ihr denn da? Was macht ihr da, Jungs? Jungs, nehmt euch ein Zimmer. Okay, wir bauen das andere Maschinengewehr auch noch hin. So. Ja, dann machen die da nichts Frevelhaftes. So. Nur einer sitzt unnötig rum. Jetzt aber. Zeit für meinen Schatz. Hui. Ja, wie lange müssen wir noch fahren? Sind wir fast da? Sind wir fast da? Ah, jetzt sehe ich ihn. Muss ich jetzt nicht stehen bleiben wegen dem Nebel? Ah, die waren nicht bestimmt. Wow! Was habt ihr denn für ein Problem? Ich muss kreuzen. Oh nein! Wir treffen! Wieso hat er noch 100% Leben? Das gibt's doch nicht. Schießt. Ja. Sehr gut machen wir das. Auf die Fässer. Auf die Fässer. Komm schon. Ja. Aber es, hier gibt's nur leichten Metallabfall. Nehme ich aber gerne. Rad. Metallabfall, 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 Holzmüll. Wo ist die Schatzkarte? Hallo? Boah, ist mein Boot wieder im guten Zustand? Ich glaub mal. So, Feind voraus oder Mine voraus? Mine voraus. Böse Mine zu gutem Spiel. Ne, eher umgekehrt. Ich würde nicht sagen, dass das Spiel ganz meinen Geschmack trifft. Es ist nicht per se schlecht, es trifft nur nicht meinen Geschmack. So. Ab zum Teleporter, würde ich sagen. Weiß noch nicht, was es mit der Schatzkarte auf sich hat. Nein! Gleiter! Schieße runter! Das Schießen macht schon Spaß, also das muss man dem Spiel lassen. Plastikmüll. Na komm schon. Wo ist der andere Müll? Nein. Wo bist du hin? Die Wellen machen das hier echt schwierig. So, zwei Loot-Behältnisse haben wir noch. Er schießt gerade nicht. Beziehungsweise die sind gerade nicht schussbereit. So. Was haben wir denn noch? Noch? Da haben wir doch was. Eher mit dem leichten Metallabfall. Hui. So, die 30-Minuten-Marke ist beinahe erreicht. Dann wird es wohl Zeit für ein kleines Fazit. Also das Spiel bzw. die kurze Einführung hat mich bis jetzt noch nicht überzeugt. Die Grafik ist gut, das Schießen und Bootfahren macht Spaß. Der ganze Rest fehlt aber irgendwie noch. Ich bin bis jetzt nicht sonderlich an den Charakteren oder der Story, wenn man das so nennen kann, interessiert, eher dem Quest-Design. Ich bin mal gespannt, wie das vollwertige Spiel wird, wenn es dann Mitte April irgendwann erscheint. Was haltet ihr denn vom Spiel? Schreibt es mir gerne in die Kommentare und schreibt natürlich auch gerne, welche Spiele
ich als nächstes vorstellen soll. Wie immer, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.